Spatenhell, Marvin. Kennst du Spatenhell? Nee, ist mal was Neues. Ich auch nicht, aber es schmeckt ganz gut. Ja, ging gut. Ja, sehe ich auch so. Ja, kann man echt trinken, ne? Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Mahlzeit. So, Marvin ist an der Kamera. Heute ist der Daniel bei uns. Hi. Ja, der Daniel, der war nämlich letztens mit, als wir die große Tour gemacht haben, Marvin, ne? Genau. Und, was ist uns da aufgefallen? Daniel fuhr immer hinten, ja, und er hat Gerrit schon gesagt, hier, der Langsamste muss nach vorne. Und Daniel hatte mich noch eine S51, eine Enduro, ja. Und zwar noch vom Opa, glaube ich. Genau. Ne? Und absolutes Familienerbstück. Ja, genau. Und Zylinder schon mal neu gekommen, oder? Nein, das ist noch der originale DDR-Zylinder drauf, seitdem das Moped halt quasi gebaut wurde. Ja, und wahrscheinlich schon 100.000 runter oder so. Ich habe irgendwas gelesen mit 17.000, also vielleicht ist das auch schon der zweite Tacho, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen wir heute dem Daniel, der hat sich entschieden, er möchte gern den MS50-Zylinder haben von MZA. Den hat ja der Ronny auch drauf, genau. Und geht ja ganz gut. Ne? Ja. Mit dem Junior vorne drauf, also das Ding läuft so knappe 80. Und ich denke mal, dass dann dein Moped auch ein bisschen besser laufen wird und du nächstes Mal vorne mitschwimmen kannst. Ne? Aber Marvin, wir gucken uns auf jeden Fall nochmal den Zylinder an, ja. Und vermessen den nochmal, denn Daniel soll ja auch eine Menge Freude dran haben. Das stimmt. Und vor allen Dingen wollen wir dann nachher nochmal schauen, vielleicht mal gucken, wie spät das nachher wird. Ist ja schon ein bisschen später jetzt. Dass wir vielleicht nochmal eine Probefahrt machen, damit wir gucken, wie das Ding läuft. Aber ja. Auf jeden Fall nochmal Vergaserkontrolle, auch wenn du das schon mal gemacht hast. Ja. Zündung werden wir auch nochmal kontrollieren. Mhm. Und Marvin, wir kontrollieren auch nochmal den Auspuff. Ja, genau. weil nicht alle zugestopften Auspuffe bringen auch viel Leistung. Ja, wenn er ganz zu ist, dann wird es schwierig. Ne? Gut, wir schauen uns das Ding jetzt erstmal an der Werkbank an. Und übrigens, hier ist noch ein Glücksradcode drauf, Marvin. Ja, kann man gucken, bis zum 21. Also du hast noch genau einen Tag Zeit. Heute ist der 20.04. Und vielleicht hast du ja Glück, ja? Einfach mal rubbeln. Ich weiß gar nicht, was man da gewinnen kann. Nur mal Christian anrufen, der weiß das bestimmt. Ja, ja. Gut, okay, wir gehen an die Werkbank und einmal kurz vermessen und dann gehen wir rüber in die Werkstatt. Ne? Okay. Gut. So, Daniel, dann nehmen wir mal den Zylinder raus, gucken uns den mal an. Und wir haben den auch, glaube ich, letztens schon mal vermessen, aber wir wollen es jetzt nochmal für die Community machen, damit wir wirklich mal sehen, was hat das Ding für ein Einbauspiel. Und ja, genau, Kolbenringe, alles dabei, Anlaufscheiben. So, dann gucken wir erstmal. Ja, geht. Fast Raumtemperatur, ne? Marvin, ja, zu kalt darf er nicht sein, dann kann man nicht messen. Zu klein. Genau, Kolben nehmen wir auch nochmal raus. Kolbenring müssen wir auch noch aufziehen. Und ja, das ist ja der MS50-Zylinder, der für den Sperber MS50. Und der läuft eigentlich relativ gut auf der S51. 37,96 steht auf dem Kolben. Wir messen das jetzt mal eben ganz kurz. Mal gucken, was wir haben. Ja, komplett Nullmaß, also 38. Mhm. Ja, das heißt, wenn auf dem Kolben jetzt 37,96 steht, den messen wir aber jetzt auch noch mal ganz kurz. So, genullt ist er, 25. Prüfstück. Und dann können wir mal gucken hier, was der Kolben jetzt direkt hat. So, müssen wir jetzt leider mit Beschichtung messen. Kann auch gleich nochmal versuchen ohne. Die wird ja auch so. 37,940. Das heißt genau 600. Einbauspiel. Ist natürlich ganz schön sportlich, Marvin. Ne? Mhm. Das ist schon relativ viel. Also wäre das jetzt noch 100. mehr gewesen, hätte ich gesagt, bitte einmal zurückschicken. Ohne Beschichtung hat er sogar nur 37,93. Mhm. Also ist relativ viel Einbauspiel bei dem Zylinder. Oh ja. Aber ich würde sagen, gerade noch so in Ordnung. Auf jeden Fall, Daniel, brauchst du keine Angst haben, dass das Ding festgeht. Der wird auf jeden Fall funktionieren. Mhm. Gut, haut hin, Marvin. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus, rüber in die andere Werkstatt. Da haben wir schon unsere super Hebebühne aus einer Festzeltgarnitur aufgebaut. Genau. Und dann bauen wir das Ding mal ein. Ne? Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie der nachher läuft. Ja, ich auch. Ich vor allen Dingen auch. Okay. Ja. Du auch? Ja. Naja, damit ich mit Daniel dann auch mal Attacke machen kann. Ja, ich meine, so wie der TGL 60 wird er nicht laufen, ne? Aber naja, vielleicht einigermaßen. Ne? Ja. Also der wird wahrscheinlich richtig durchgelutscht sein, vermute ich mal, weil was lief das Ding? 55 oder so? 58 so. 58, also mehr war wirklich nicht drin, ne? Mhm. Keine Chance. Und wenn du dich runterlegst, passiert auch nichts. Nee. Alles durchgeguckt, Bremse schleift nicht, Kette ist gut geölt. Ja. Okay, also daran kannst du nicht liegen, Marvin. Wir gucken nach. Vielleicht ist der Zylinder auch durch oder der Auspuff verstopft. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen raus. Jawohl. Okay.
So, Marvin, willst du heute unterstützend tätig werden? Ja, oder? Ich will dir auch mal zeigen, was ich hier gelernt habe. Ja, okay. Was heißt hier A? Gut, nee, hör dir gut. Das an. Ich bin hier immer eigentlich, ich fühle mich immer wie so ein bisschen der Zug. Hey, Moment mal, du hast doch alleine deine S51 aufgebaut. Ja, da gab's ja auch gleich das eine oder andere. Ja. So, also ihr beide nehmt jetzt erstmal den Zylinder runter, Vergaser vorher raus. Nicht, dass wir es wieder falsch machen, ne, Marvin? Ja. Und dann bin ich sehr gespannt, wie der Zylinder aussieht. Den zeigen wir dann gleich nochmal im Detail. Und ja, spannende Sache. Ich würde sagen, Marvin, wir beschleunigen das Ganze mal und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Genau. So, Marvin, Zylinder ist runter, Kolben ist runter, Daniel sieht nicht so gut aus, ne? Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Also Zylinder, vielleicht kann man, gib mir mal ganz kurz, da drüben liegt eine Taschenlampe auf dem Ladegerät da links. Ja, also man sieht, das Ding hat ordentlich übergepfiffen und ist wahrscheinlich auch schon vom Verschleiß her, hier ist auch schon richtig scharfkantig jetzt mittlerweile. Und hier oben hast du schon einen richtigen Absatz drin. Ne? Wir messen den jetzt gleich nochmal, dann können wir sagen, wie viel der Kolben entsprechend schon an Einbauspiel hatte. Aber Marvin, sieht nicht so gut aus. Hier muss ein Film. Ja, ich wollte doch auch mal nochmal ins Bild bringen. Ja, also hier oben sieht man auch, dass der Kolbenring überhaupt nicht abgedichtet hat. Ja. Und wenn man jetzt den Kolben sieht, das ist tatsächlich noch, mal gucken, ist es ein Originaler? Mal gucken. Ja, tatsächlich ist ein originaler Megu-Kolben, da kann man es sehen. Ja, das Megu-Zeichen, kann man es erkennen? Ja, kann man erkennen. Ne? Und das Ding hat also schon ordentlich übergepfiffen. Und was ich sehe ist, die Kolbenringe kleben auch. Ne? Also die sind auch überhaupt nicht freigängig, Daniel. Das merkt man auch schon. Ne? Also so einen Kolben darf man auf gar keinen Fall mehr verwenden. Das Ding ist komplett durch. Ich hole mal ganz kurz Messschieber bzw. Bügelmessschraube und dann messen wir mal. Und gucken mal nach, Marvin, was das Ding ja an Verschleiß hat, ne? Jo. So, Marvin, dann messen wir jetzt erstmal ganz kurz den Kolben. Ich bin sehr gespannt. Warte mal, jetzt muss ich nochmal einmal ganz kurz nullen hier. So, Marvin, genau 25, dann messen wir mal ganz kurz. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel der Kolben hat. Was schätzt du? Auf jeden Fall, ja, ich denke mal, dass der bestimmt 400-500 zu wenig hat. Jedenfalls sieht er so aus. Sonst verbrannt hat er eigentlich ganz gut. So, wir gucken mal. So, also wir haben 37,929. Ja, das heißt 27,929 sind 27,93. Und 27,97 soll er wahrscheinlich haben. Das kann man gar nicht mehr so richtig erkennen. Hier, mal gucken. Vielleicht kann man es noch erkennen. Mal gucken. Ich hatte das sauber gemacht. Ja. Ich habe mir das aufgeschrieben, was da drauf stand. Hast du aufgeschrieben? Wenn ich mal den mal eben kurz. 37,98. Okay. Ja, kann ich bestätigen. 37,98 steht auch drauf. Ja, was ich gesagt habe. Also 400stel untermaßig. Jetzt messen wir noch mal eben ganz kurz den Zylinder. Gucken noch mal, was der hat. Da bin ich auch noch mal gespannt. Und der ist auf 38,25. Das heißt, da haben wir 2/500 und 400stel, das sind 700stel. Also es wäre noch gegangen vom Verschleiß her. Man sagt so bei einem Zehntel ungefähr ist Ende. Aber wie du siehst, der hat also schon ordentlich übergepfiffen und deswegen ist das Ding wahrscheinlich auch von der Leistung her nicht mehr so gut. Ne? Auf jeden Fall ausschleifen lassen würde ich nicht wegtun, den Zylinder. Neuen Kolben rein und dann sollte der eigentlich wieder laufen. Ne? Marvin, ich würde sagen, wir bauen den neuen Zylinder jetzt ein und können wir wieder beschleunigen und dann bin ich sehr gespannt, wie das Ding läuft. Ja? Ich auch. Ich auch.
mit der Sache. Jetzt wart ihr beide so fleißig und ich war kurz auf dem Klo. Jetzt habt ihr natürlich den Vergaser schon dran gebaut. Wir wollen aber nochmal einen Düsenwechsel machen. Hast du einen originalen Luftfilter drin? Oder? Das ist der originale Luftfilter, ja. Originale noch, ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, eine 74er, 75er Hauptdüse, Marvin, ne? Dann passt das ganz gut mit dem Zylinder. Ja. Und dann blitzen wir gleich nochmal die Zündung ab, ne? Genau. Okay. Also Vergaser runter. So, Marvin, wir nehmen den Vergaser jetzt nochmal raus. Und da ist mir jetzt auch schon eine Sache aufgefallen, Marvin. Oder Daniel. Wenn ihr mal gucken wollt, dann seht ihr hier an der Stelle, wie die Lasche verbogen ist. Die muss immer gerade mit 90 Grad auf die, auf das Schwimmernadelventil drücken. Das ist hier komplett falsch. Der Schwimmer ist auch, wenn ich den nach oben ziehe, ja, der muss noch mal ein ganz bisschen nach oben, aber die Lasche müssen wir auch komplett noch mal nachbiegen. Ich habe bald die Vermutung, dass der Schwimmer das gleich nicht mehr kann. Aber gut, wir nehmen den mal ganz kurz raus und dann biegen wir den mal nach. Was ist das für ein Schwimmer hier? Guck mal, das Schwimmernadelventil sitzt direkt in der Kurve, siehst du das? Mhm. Also ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall noch einen neuen Schwimmer ein, weil der Schwimmer liegt auch schon auf hier unten und passt nicht. Also ich hole mal einen neuen Schwimmer, weil das haut so nicht hin. Bis gleich. So, Marvin, Schwimmer geholt. Hast du denn diesen Vergaser, den hast du doch mal neu gemacht, ne? Hast du erzählt. Hast du da den alten Schwimmer wieder eingebaut? Weil das sieht mir nämlich aus wie ein DDR-Schwimmer hier, wie ich das sehe. Nee, das muss auch schon ein neuer sein. Ja? Nachbestellter, ja. Also ich denke mal, also entweder ist irgendein anderer Hersteller, für mich sieht es eher aus wie ein Originaler. So, wir nehmen jetzt mal einen neuen. Und dann gucken wir mal, dass wir den vernünftig einstellen. So, Stift rein. So, jetzt sehen wir schon mal, dass die Lasche jetzt direkt auf 90 Grad auf das Schwimmernadelventil drückt. Ne? Ja, jetzt liegen aber auch die Schwimmer auf. Mhm. Das heißt, die biegen wir uns jetzt nach oben. Und die schließen dann hier mit der Dichtfläche, mit der Kante hier ab. Mit der Oberkante. So mache ich das immer. Der ist natürlich viel zu tief. Mhm. Der ist in Ordnung, wie du jetzt siehst. Ja. Ne? Und der ist natürlich viel zu tief. Den biegen wir jetzt auch nochmal nach oben. Da sollte er jetzt mit der Düse unten abschließen. Kommen wir nicht ganz hin, wie du siehst. Ne, dann nehmen wir uns einen Schraubendreher. Dann machen wir hier hinten ein ganz bisschen mehr Luft. Und dann schließt er oben mit der Düse komplett ab. Da, wo die Düse eingeschraubt wird. Ne? Und nach unten haben wir hier das Ganze perfekt eingestellt. So. So, 72er Düse haben wir raus und wir machen jetzt eine 74er rein. Du hast ja gesagt, du fährst noch einen originalen Vergaser. Dann passt das ganz gut. So, Deckel kam wieder drauf. Und guck mal, der Daniel hat den Zentralverschluss von vom Moped Klaus, ne Daniel? Ja, genau. Und bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall ist er dicht gewesen. Funktioniert, ne? Ja. Dichtung auch vom Moped Klaus, dann kann ja nichts mehr schief gehen hier. Wunderbar. Dann wieder nicht zusammen. Stift hat sich gelöst. So. Zack. Gut, dann kannst du den wieder zumachen. Und dann sollte er funktionieren, Marvin, ne? Denke ich. Bin schon sehr gespannt, wie der läuft. Mhm. Ja? Gut, wir bauen jetzt den Vergaser noch kurz ein und dann, Marvin, machen wir den ersten Startversuch. Ja? Jo. Willst du starten? Kannst ja immer ganz gut. Ja, ich bin ne? Fachmann, ne? Fachmann im Starten. 1000 genau. Treten. Dann bis gleich. So, Marvin, also Auspuff haben wir kontrolliert, wir haben hinten reingeleuchtet, da ist überhaupt nichts drin. Auch okay. Im Krümmer, als wir den Zylinder aufgebaut haben, ist wirklich alles blitzeblank. Also ich denke mal, und du hast ja auch erzählt, du hättest vor kurzem mal einen neuen Auspuff gekriegt. Ja. Sieht sehr gut aus, also ist nichts irgendwie zugewachsen oder so. Ich habe jetzt schon mal eins gemacht, ich habe schon mal den OT jetzt mit der Messuhr festgelegt und habe mir am Gehäuse vom Kurbelwellengehäuse hier, von dem Motorgehäuse, mit dem Schraubenzieher einmal kurz markiert, wo nachher der Zündzeitpunkt sein soll. Und ich würde sagen, Marvin, wir nehmen jetzt die Einstelluhr raus, machen nochmal die Zündkerze rein und dann starten wir die Maschine erstmal. Und dann gucken wir mal nach mit der Blitzpistole, wo wir überhaupt sind mit der Zündung. Ja, das ja. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal. Auf jeden Fall erst nochmal Quetschmaß messen, das müssen wir auch nochmal eben ganz kurz machen. Daniel, da nehmen wir uns hier so ein bisschen Lötzinn. Ja.
machen das hier in den Zylinder rein und du darfst jetzt einmal den Kickstarter bewegen. Reicht schon? Nee, einmal durch. Okay. Wir messen mal eben ganz kurz. 097. Mhm. Ja, 099. Also eigentlich perfekt, 1 mm soll er haben. Haut also ganz gut hin. Insofern passt das. Und ja, Daniel, dann würde ich sagen, Kerze mal rein. Und dann gucken wir mal erstmal, dass wir das Ding in Gang kriegen. Und da bin ich sehr gespannt, wie der Zündzeitpunkt steht, Marvin. Du auch, ne? Mhm. Mhm. Wer startet eigentlich? Du oder Daniel? Ach, oder? Eigentlich könnte das ja mal Daniel machen. Vielleicht klappt es ja auch mal. Besser, ja? Ja, vielleicht klappt es ja genauso wie bei mir. Guck mal, da steht sogar drauf, 50 km/h. Ja? Kann kein Polizist meckern. Ja? Freiwillig 50. Ja? Sieht man das hier? Oh, kann man das sehen? Zu dunkel, zu düster. Warte mal, kann man sehen? Hier, freiwillig 50. Oh ja, ja. Tatsächlich. Aber sie läuft natürlich hinterher schneller. Ja, ja, die haben beim Sperber MS50, dieses Nachwendemodell, da haben die tatsächlich über 5 PS gehabt. Du hast ja nur 3,7. Mhm. Und da haben die das Ding aber über den Auspuff und über die Übersetzung quasi reduziert von der Endgeschwindigkeit. Und das Ding hat bei 55 maximal zugemacht. Aber wenn du den auf die S51 packst, ne, bei Ronny läuft es ja auch richtig gut. Ja. Das macht schon Spaß, das Ding. Okay, dann würde ich sagen, starte mal und dann gucken wir mal, wie der Zündzeitpunkt ist. Ich muss vielleicht Schok machen oder ne? Zündung ist an, ja, ne? Also hier nochmal gezeigt, da sind wir im Moment vom Zündzeitpunkt. Das ist das, was ich hier auf dem Polrad abgeblitzt habe. Und wir müssen aber dahin, Marvin. Mhm. Ja, das heißt, wir werden jetzt nochmal die Grundplatte verdrehen, ja, damit wir runterkommen. Er hat jetzt sehr, sehr viel Spätzündung. Das heißt, das ist natürlich auch noch ein Indiz, warum du keine Leistung hast. Ne? Okay. Das heißt, da müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal ändern. Und, achso, da hast du auch Imbusschlüssel. Okay, da muss ich nochmal einen holen. Kein Schlitzschraubendreher, Marvin. Machen wir was ganz anderes. Ja, husch, husch. Aber eine schöne Baustelle, das Moped hier, ne? Ja, es sind halt viele Kleinigkeiten, die am Ende des Tages dann wirklich um die, also das, was die Geschwindigkeit halt ausmacht, ne? Ja, ja. So, jetzt lösen wir erstmal ganz kurz hier die Grundplatte. Auf dem Polrad und da ist die Markierung am Kohlefeld, ne? So kannst du auch machen.
So, also so sind wir auf jeden Fall komplett dahin, wo wir hin müssen. Und du hast eben schon gemerkt, Daniel, es springt wesentlich besser an. Ne? Also wir haben hier eine extreme Spätzündung gehabt. Du kannst ja mal eben ganz kurz noch mal die Kerze rausnehmen, Daniel. Ja. Dann können wir eben noch mal ganz kurz analysieren, wie viel Spätzündung wir hatten. Da waren wir. Zeig mal eben kurz. Ja, ich drehe jetzt mal einmal zurück auf OT. Okay, also da ist 0. Ne? Da ist 0. Und jetzt sind wir eigentlich genau auf dem Strich, wo er vorher war. Das heißt, eigentlich wurde hier auf 0 gezündet. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Frühzündung gehabt. Eigentlich hat er auf 0 gezündet. Und wenn er auf 0 zündet, durch den Verbrennungsprozess, kriegst du eigentlich erst die komplette Verbrennungsleistung auf den Kolben, wenn der Kolben schon wieder in der Abwärtsbewegung ist. Wir wollen aber vorher zünden. Das heißt, der Abbrand, das heißt das Benzin, wenn es verbrennt und seinen höchsten Kerndruck erzeugt, dann muss der Kolben quasi oben sein oder schon leicht nach dem OT sein, damit er dann richtig nach unten geht. Und deswegen gibt man dem Ding Frühzündung, 1,5 mm vor OT. Das heißt, wir zünden, bevor der Kolben oben ist, dann kriegt er schon eine Zündung. Und wenn er dann verbrennt, dann in dem Moment dreht sich der Kolben die Kurbelwelle weiter. Und der Kolben ist genau an dem Punkt, wo er dann den Verbrennungsdruck in die Kraft umsetzt. Ne? Also so konnte das Ding auch keine Leistung erzeugen. Ja? Wir haben quasi auf 0 gezündet. Ja? Wir wollen aber auf 1,6 vor OT zünden. Gut, das passt jetzt soweit. Auspuff ist in Ordnung. Ich würde sagen, Kerze rein, Probefahrt. Und dann wirst du begeistert sein, vermute ich mal. Ja? Und springt auch schon besser an, Marvin. Ne? Ja, hat man gemerkt. Ja. Ja. Okay, ich baue das mal wieder zusammen und dann geht's los gleich. Daniel zieht sich mal ganz kurz den Helm an und dann gucken wir mal, was geht, ne? Würde ich sagen. Und dann gibt's was auf dem Helm. Was? Und dann gibt's was auf dem Helm. Wahrscheinlich. Na, bist gespannt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber eins muss man natürlich sagen, ne? Es ist echt so im Originalzustand echt ein schönes Moped, ne? Ja, absolut. Auch mit so ein bisschen Patina und sowas. Vor allen Dingen, was das richtig Schöne ist, dass das Ding von Opa noch ist, ne? Ja, schöne Geschichte. Wo kommst du her, Daniel, aus dem Osten? Halle. Halle! An der Saale. Halle an der Saale, wunderbar. Schauen wir mal, was läuft. Ich frag dich dann gleich mal, was auf dem Tacho stand. Ja, guck mal. Ja, das ist dein Kickstarter, ist das. Den müssen wir nachher noch mal einstellen. Machen wir das. Macht schon einen guten Eindruck, ne? Ja. Ich finde auch. Schon nicht schlecht. Bin ich mal gespannt. Ja. Vor allen Dingen gleich Vollgas, würde ich sagen, ne? Mal gucken, ob es erhält. Ja, so machen wir es ja eigentlich immer hier, oder nicht? Jo. So, Daniel kommt wieder. Wollen wir mal schauen. Ja, der Kickstarter, der macht ja. Ja. Ich muss auf jeden Fall den Kickstarter noch machen. Dein Kickstarter! Dein Kickstarter-Ritzel läuft mit. Ja. Der Daniel hat nämlich extra den Kickstarter so weit nach vorne gemacht, weil er sonst immer in den zweiten Gang schaltet, ne? Ja, beim genau. Beim Starten. Na, gucken wir gleich nochmal, dass wir eine spezielle Schraube finden. So, was sagst du? Der zieht richtig gut durch. Aha. Also auf der kurzen Strecke war schon 65 drauf. Jawohl. Aber ich denke mal, da geht noch was. Dann würde ich sagen, dann hängen wir dir jetzt mal die GoPro um und dann knetest du das Ding mal, bis der Arzt kommt. Und dann gucken wir mal, was geht, ne? Ja, genau. So musst du laufen. Okay. Bis gleich. Marvin, jetzt kommt Daniel wieder. Jetzt gucken wir mal, was das Ding auf Ende gelaufen ist. Ne? Bin sehr gespannt. Der Kickstarter. Ja, den hört man leider, ne? Ja. Ach so, so rum.
Ja. Eindeutig. Also da musst du auf jeden Fall was machen an deinem Kickstarter, sonst ja, war es das. Da ist er hin. So, was sagst du? Was hast du draufstehen? 70 war Höchstgeschwindigkeit. 70 GPS. Ja. Wunderbar. Oh, weil Ronny sagt, seiner läuft 80 nach GPS. Ja, mhm. Aber du bist zufrieden schon mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich würde sagen, erstmal einfahren jetzt, volles Programm. Also ja. nicht irgendwie Angst haben oder so, ruhig richtig Gas geben. Und da wird sich sicherlich noch mal ein bisschen was tun, Marvin. Ne? Wollen wir es hoffen. Denke ich mal. Ja. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, du bist zufrieden. Auf jeden Fall. Und dann kann er jetzt demnächst mal ein bisschen weiter vorne mitfahren. Ja? Und stimmt. Immer wieder schön mit Profis zusammenzuarbeiten. Aber mit euch macht es auch Spaß. Genau. Ciao. Ciao. Ciao.